Hier ist das Westdeutsche Fernsehen. Wir übertragen aus Anlass des 500-jährigen Bestehens des Schützenvereins Düsseldorfs Bilk den großen Festzug. Ja, das hätten wohl alle Bilker gerne gesehen. Aber es sollte nicht sein. Wir meinen, es hätte sich gelohnt. Doch dort dachte man anders. Der große Treff fand auf der Neusser Straße statt. Schon seit den frühen Morgenstunden waren unsere vielen Gäste unterwegs, um bei unserem Festzug dabei zu sein. Deshalb war es für uns eine selbstverständliche Pflicht, sie teils bei den Kompanien, teils vor dem Antreten unter der Kniebrücke aus der Feldküche zu verpflegen. Hatte man doch einen strammen Weg vor sich. Gesichtern sieht, ließ man sich durch das schlechte Wetter die Laune nicht verderben. Die Zeit wurde durch Standkonzerte überbrückt. Viele Kompanien unseres Bürgerregimentes hatten in eigener Initiative historische Uniformen angezogen, um damit den Schützenzug zu verschönern. Selbstverständlich auch vertreten.
Mitzke, Bürgermeister Josef Kürten. Major West von der englischen Armee. Die aber schnell behoben waren. Zu diesem besonderen Anlass hatte eine namhafte Firma, deren Namen wir nicht gerne nennen möchten, eine Tribüne an der Bürgerkirche errichtet. Bürgerverein. Für die Ehrenmitglieder mit ihren Angehörigen wurde eine separate Tribüne errichtet. Wie bereits erwähnt, das Wetter war nicht besonders, aber das ließ tausende Zuschauer nicht davon abhalten, sich dieses Schauspiel anzuschauen. Nach 50-jähriger Mitgliedschaft unser Oberst Cornelius Esser. Und zum ersten Mal im Zug Burgs stolze Regimentsstandarte mit Heinz Kohn und seiner Fahnentruppe. Die historische Gruppe erscheint. Das 15. Jahrhundert wurde dargestellt durch das Grenadierbataillon in Landsknechtskostümen.
17. Jahrhundert wurde dargestellt mit Uniformen aus der Wallensteinzeit, gestellt vom Friedrichstädter Bataillon. Die 39er in ihrer traditionellen Uniform. Fand die Abordnung der Feldjäger vom Bataillon 730. Ich möchte auch mal Bataillöner sein. Stellte das 17. Jahrhundert dar, in Barockuniformen. Thank you.
Uniformen um 1800 stellte das Jägerbataillon vor. Die Garde-Jäger-Kompanien in historischen Uniformen. Mitwirkende. 34 Kapellen aus dem In- und Ausland. 18 historische Gruppen. 150 Ehrengäste. An ihrer Spitze Oberbürgermeister Klaus Bungert und Bürgermeister Josef Dürften wie fast alle Ratsherren der Stadt Düsseldorf. 186 Pferde. 10 doppelspännige Kutschen. Der Beimarsch an der Bilker Kirche dauerte über eine Stunde. Und Zuschauer, viele, viele Tausende.
Verein, so auch bei den Gästen, haben wir uns gespart, einzelne Kommentare zu den Gruppen zu geben. Wir wollten die Bilder auf für sich alleine wirken lassen. Erreicht. Die Kutschen nähern sich dem Aachener Platz.